Ja, hallihallo Leute, willkommen mal wieder bei Baufunk24TV on Tour. Wir sind heute in Köln unterwegs, auf dem Weg zur Eisenwarenmesse. Eisenwarenmesse Köln heißt, da gibt es Werkzeug, Werkstatteinrichtungen. Also ich war ungefähr vor 20 Jahren das letzte Mal auf der Eisenwarenmesse. Ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was mich da erwartet. Aber das ist auch nicht schlimm. Wir schauen uns heute einfach mal um und wir müssen auch gleich da sein. Aufs Dach, dann können Sie oben reingehen. Super, danke. Bitte. Ja, liebe Leute, was ganz interessant ist, ich bin ja öfter auch mit Caterpillar-Maschinen in Kontakt über Zeppelin. Ihr kennt ja unsere Drop-Reports, aber Caterpillar hat ja auch ein großes Business, wo sie halt ihren Markennamen lizenzieren. Zum Beispiel für Kleidung, ihr kennt ja wahrscheinlich die Caterpillar-Boots, habe ich selber welche. Oder Handys haben wir auch schon gezeigt. Und jetzt sehe ich hier was, was auch ganz cool ist, nämlich aus meiner Sicht mit die coolste Schubkarre, die ich bisher gesehen habe. Eine Schubkarre von Cat, vor allen Dingen ordentliche Bereifung vorne drauf und eben das Cat-Gelb mit dem Schwarz. Und die musst du ja auch beladen und wenn du den Cat-Mini-Bagger nicht dabei hast, dann kommst du hier mit einer ordentlichen Cat-Schaufel an den Start. Die hat irgendwie so einen Kunststoffstiel, gibt es auch leider nicht in Deutschland, hat man mir gesagt. Ich weiß gar nicht, was die kostet, muss ich nochmal fragen. Like $40. $40 yeah. For the wheelbarrow. Oh no, for the wheelbarrow, sorry. For the wheelbarrow is $199. Also die Kollegin sagt gerade $40 für die Schaufel, $200 für die Schubkarre, aber dafür auch unkaputtbar. Müsste man mal ausprobieren. Gibt es aber leider noch nicht in Deutschland. Sie sagt gerade, sie suchen noch nach einem Händler oder Vertrieb. Aber Cat hat ja auch die Telefone, die Handys, das habe ich euch schon mal gezeigt. Wir haben euch, glaube ich, das S60 schon gezeigt. S60 hatte eine Wärmebildkamera. Und neben mir ist jetzt der Stefan. Du hast mir jetzt hier mal was Schönes gezeigt, nämlich ein neues Gerät. Ja. S61 heißt das. Ja. Was kann das besser als das S60? Ich kann mit diesem Gerät die Raumluftqualität messen. Es gibt dann Standard, VOC-Standard nennt sich der. Damit messe ich eben halt Partikel innerhalb meiner Raumluft. Und dieses Gerät nimmt alle 30 Sekunden einen Zustand auf. Und dann haben wir natürlich über die Distanzmessung gesprochen. Das ist auf 10 Meter ausgelegt. Jetzt habe ich das Foto aufgenommen. Jetzt habe ich hier verschiedene Möglichkeiten zu messen. Jetzt kann ich hier dieses Raster nehmen und kann sagen, okay, wenn ich jetzt wissen will, wie groß der Fernseher da hinten an der Wand ist, kann ich das eben also justieren. Kommen die Maße des Fernsehers. Damit kann ich Raumflächen messen, damit kann ich Distanzen messen. Frage, Preis im Handel, UVP? 99 Euro UVP. Alles klar. Ja, schreibt mir doch mal unter das Video, was ihr von dem Telefon haltet. Was ist euer erster Eindruck? Jetzt geht's weiter auf der Eisenbahnmesse. So, jetzt bin ich bei HZ am Stand. Und HZ kennt viele von euch, spätestens wenn sie diese blaue Farbe sehen. Die machen ja Werkzeuge, zum Beispiel Drehmomentschlüssel, sehr hochwertig, sehr abgefahrene Sachen und Druckluftwerkzeuge und auch Akkuwerkzeuge. Und hier ist gerade mal so ein Stand, wo es um Druckluftwerkzeuge geht, aber auch um Akku. Und ich habe die Kollegen mal gefragt, wohin geht die Reise eigentlich? Ist Druckluft so ein bisschen auf dem Rückzug, weil die Akkuwerkzeuge immer stärker werden? Und der Kollege von HZ meint, definitiv nimmt Akku immer mehr von Druckluft weg. Dieser zum Beispiel hier hat ein Lösemoment von 700 Newtonmeter und man kann hier über die Funktion drei Anzugsmomente definieren, 80, 200 und 300 Newtonmeter. Dann habe ich mir nochmal die Druckluftkollegen hier angeschaut und sowas willst du ja eigentlich haben. Das sieht nach richtig Alarm in der Werkstatt aus. Der macht auch diesen richtig geilen Sound, den man ja auch hören will. Oder vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Und der kann 1800 Newtonmeter. Aber jetzt gibt es schon Geräte wie den hier. Deutlich kleiner. Und was hat der im Drehmoment? 1400. Genau, 1400 Newtonmeter. Und jetzt relativiert sich das Ganze wieder so ein bisschen. Denn wenn ihr mal guckt, 700 Newtonmeter zu 1400 Newtonmeter. Da kann Druckluft noch einiges. Und mal schauen, wie sich das so im Akkubereich bewegt. Thema ist ja sowieso Drehschlagschrauber. Im Akkubereich, habe ich euch ja gesagt, werden wir dieses Jahr auch mal unter die Lupe nehmen. Ich habe schon die ersten Testmuster da, zum Beispiel einen von Milwaukee. Vielleicht frage ich die Kollegen von HZ ja auch mal an, wenn euch das interessiert. Schreibt mal unter das Video. Leute, jetzt bin ich hier gerade bei HZ gewesen und gegenüber ist auch alles blau oder vieles blau. Und die Säge hier, die könnte euch bekannt vorkommen, Sheppard HS105.
ist ja so ein bisschen mein Budget-Tipp. Wir haben auch mal den Scheppach-Hobel für euch getestet, den kleineren, abrichtdicken Hobel. Die Leute von Scheppach haben auch ein bisschen was Ernsthafteres, nämlich hier zum Beispiel diese Planer-Hobel. 3,1 oder 3,1C steht, soweit ich weiß, ich habe mich da jetzt nicht weitergehend informiert, steht ungefähr für die Breite der Abrichte und des dicken Hobels, also hier um die 30 cm. Ich glaube, es gibt noch einen 4,1, der dann so um die 40 cm hat. Ich glaube, hiermit kannst du schon etwas ernsthafter auch mitarbeiten. Ist ja die Frage, wenn wir mal wieder ein bisschen Luft haben, ob euch das mal interessieren würde, ob wir da mal ein Review drüber machen sollen, über diese Maschinen. Die Kollegen haben hier noch so einen Druckluftspaten. So, wenn du Bedarf an Bandsägen hast, bist du bei den Kollegen hier auch gut bedient. Das ist ja schon sehr niedlich. Hier sind dann Gusstische. Wobei ich noch nicht weiß, was ich davon halten soll. Es sieht irgendwie so ein bisschen noch wackelig. Ich bin jetzt hier bei Proxon. Proxon kennen wahrscheinlich die Modellbohrer unter euch mit den kleinen Bohrmaschinen, mit den kleinen Maschinen für die feinen Details, nicht unbedingt die groben Sachen, obwohl die Proxon-Leute auch so Werkzeug machen, Maulschlüssel, Ringschlüssel, Knarrenkästen gibt es auch okay. Das Gerät hinter mir ist eine Drehmaschine, die gibt es sogar mit CNC-Steuerung, liegt dann so rund 4000 Euro. Hier vorne haben die Proxon-Leute noch eine CNC-Fräse, Feinfräse nennen die das. Kostet dann mit kompletter Ausrüstung, CNC gesteuert, so rund 5000 Euro. Und was man wohl neu hat, das fand ich jetzt ganz interessant, wenn ihr diese kleinen Proxon-Bohrmaschinen kennt, die sind vom Formfaktor ungefähr so, allerdings dann eben mit Netzbetrieb, gibt es mittlerweile auch Akku, aber die haben jetzt hier drei neue Modelle, nämlich quasi hier einen Poliermaschine mit Winkelgetriebe, wie so ein Walzenschleifer, wie so ein Satinierschleifer, aber auch in klein, die gibt es ja auch in groß, ne? Mit großen Akkus oder Netzgetrieben von anderen Herstellern, aber wenn du was Feines hast, wie jetzt hier zum Beispiel sowas, und da gibt es noch einen Rohrbandschleifer, der ist hier für sowas gedacht, um zum Beispiel hier in so Ecken zu kommen. Für den, der die Anwendung hat, ist es irgendwie ganz cool. Denn wenn du mal so kleine Sachen hier polieren willst oder bis in beengten Verhältnissen, könnte das ja eine Lösung sein. Die Geräte liegen so, habe ich geguckt, um die gut 200 Euro komplett im Set mit Akkus. Das sind 10 8er Akkus mit 2,6 Amperestunden. Genau, 2,6 Amperestunden. Frage an euch, wer arbeitet mit diesen Geräten oder wer hat sowas in der Werkstatt? Mal in die Kommentare eure Erfahrung, weil das ist natürlich auch schon wieder ein Nischenprodukt. Da gibt es ja nicht so viele Anbieter. Jetzt habe ich mich nochmal umgeguckt und die Proxon-Leute haben ja ihren ganzen Mikromod-Bereich, also das feine Werkzeug für die Modellbauer, wo wir eben waren. Die haben aber noch Schraubenschlüssel etc., habe ich ja schon erwähnt. Und das haben wir hier. Hier ist so eine Werkzeugwand, wie man die auch aus dem Baumarkt wahrscheinlich schon mal gesehen hat. Und da sind mir zwei Sachen aufgefallen, nämlich es gibt hier wohl demnächst neu so einen Werkzeugkoffer in der L-Box. Das ist jetzt noch die ältere L-Box-Version. Ich weiß gar nicht, ob die noch parallel mit der neuen L-Box-Version weiter produziert wird, vermute ich mal. Aber ich habe hier so ein Hartschaum-Inlay, was so, ich denke mal, Wasserstrahl geschnitten ist. Ordentliche Werkzeugzusammenstellung. Und was ja eben ganz gut ist, du kannst jetzt zum Beispiel die L-Box auf deine andere L-Box drauf klippen mit einem Akkuschrauber oder was auch immer. Finde ich ganz gut, ist aber erst so April, Mai verfügbar, soll roundabout brutto um die 300 Euro Preisempfehlung, kostenunverbindlich. Und was die Kollegen mir noch gezeigt haben, das finde ich nämlich cool, das hier ein Schraubenzieher, der kostet dann auch nur um die 10 Euro und den kannst du variabel benutzen. Einmal hast du jetzt hier für ein Schrauberbit die Aufnahme und dann kannst du das einfach nach hinten schieben. Und jetzt hast du eine Viertelzoll Vierkantaufnahme für eben eine Nuss. Kostet einen Zehner, knapp. Finde ich gut. So ein Problemlöser. Könnt ihr mal schreiben, ob das was für euch ist. Vielleicht verlosen wir die ja mal. In dem Sinne, weiter geht's. Hinter mir haben wir Stand von Holzmann. Da sehen wir auch zwei Formatkreissägen, TS250, TS200. Der Andi hat ja die TS250. Wenn ihr da Fragen habt, müsst ihr mal bei ihm vorbeischauen. Und da vorne
haben wir nämlich die TK, ich glaube TK oder TS 255. Die haben ja viele von euch nachgefragt, aber letztendlich ist das relativ baugleich zu Scheppach. Können wir aber eben nochmal einen Blick drauf werfen. Du siehst nämlich hier, dass der Tisch im Prinzip gleich ist, auch der Anschlag, Parallelanschlag, Winkelanschlag, nur das Untergestell ist etwas anders, auch die Höhenverstellung mit der Kurbel ist etwas anders und der Trolley ist halt hier ein anderer. Allerdings ist der Trolley hier Zubehör, nur der Trolley ist dann auch eine Spur, eine andere Liga als jetzt bei der Scheppach. Aber von den Leistungen sollte die Säge relativ gleich sein. So Leute, ich bin jetzt hier noch mal kurz bei Triton auf dem Stand. Von Triton habe ich euch mal den Spindel- und Bandschleifer gezeigt. Und ich habe die Oberfräse in dem Frästisch bei meiner GTS 10. Und das Gerät hier ist wohl der designierte Nachfolger der 2,4 kW Oberfräse. Ich habe jetzt hier noch keine weiteren Infos bekommen können. Was man aber sieht, ich habe offensichtlich wieder die Verstellung über die Kurbel von oben, also die Frästiefeneinstellung. Erster Eindruck, dass die Schaltermimik oder beziehungsweise die Mimik hier etwas solider ausfällt. Der Motor soll mehr Kraft haben, was auch immer das bedeutet. 2,4 kW hat der alte. Das Ding ist natürlich auch nach wie vor ganz ordentlich groß. Hier ist die Staubabsaugung. Ja. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen, weil der Kollege, der sich damit auskennt, wohl gerade nicht greifbar ist. Was habe ich noch gesehen? Hier gibt es einen Spindelschleifer, offensichtlich netzbetrieben. Sieht ganz witzig aus, aber das ist, ich weiß nicht, ob das als Stationärmaschine gedacht ist. Könnte man, obwohl es dann ein bisschen kippelig ist. Aber offensichtlich ist das wirklich auch eine Maschine, die ich jetzt mit der Hand führen könnte. Drehzahl ist hier regulierbar und der oszilliert auch. Ja, ordentlicher Balkenhobel, so Zimmereien, die haben ja sowas, um mal eben so einen Balken zu planen ein bisschen. Ist relativ preiswert, vergleichbare Geräte von Maffel liegen locker mal um das 4- bis 5-fache. Und der Kollege hier kommt mir auch bekannt vor, nämlich ich habe euch ja den Triton Dickenhobel gezeigt. Das Ding ist jetzt hier wohl ein Upgrade oder Nachfolger. Ich denke mal eher ein Upgrade, weil der wahrscheinlich doch schon etwas teurer sein wird. Auffallend ist, dass hier oben das Gehäuse oder die Mimik aus Guss ist. Ich habe hier wieder die zwei Rollen, um das Werkstück hier drüber zu rollen, um es wieder nach hinten anzugeben. Dann, was mir hier gut gefällt, das hat auch mein Metabo, ist dieser Tiefenanzeiger, allerdings jetzt hier nur in Zoll. Und ich habe hier noch, das ist, ich würde mal schätzen, ein Tiefenbegrenzer. Und die Hobelmesserwelle ist eine 3-Messerwelle gegenüber einer 2-Messerwelle wie bei dem anderen. Und hier ist die Staubabsaugung. Das sieht noch ganz interessant aus. Ich habe hier nämlich ein Gebläse, was noch hier mit der Hobelwelle irgendwie verbunden ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das Klarglas oder dieses Plexiglas vielleicht, ob das Serie ist, weiß ich nicht. Hätte aber den Vorteil, dass ich sehen kann, wenn hier Verstopfungen vorliegen. Antriebsseitig haben wir hier 1800 Watt, Hobelbreite 330 mm, das ist also ungefähr ähnlich, vielleicht sogar identisch wie mit dem anderen, den wir im Test hatten. Macht einen ganz ordentlichen Eindruck. Was auch noch ganz gut ist, hier sind solide Handgriffe. Ja Leute, für Werkzeug kann man natürlich viel Geld ausgeben, auch für Sägen. Wir denken ja oft in Elektrowerkzeugen, aber das gute alte Handwerkzeug, auch da kannst du viel Geld lassen. Das ist hier eine Japan-Säge. Ich habe dem Kollegen mal gesagt, er soll mir mal die teuerste Säge in die Hand drücken, die sie hier haben. Und die wird so für um die 250 Euro gehandelt. Er sagt aber, die kannst du so oft nachschärfen, dass bei einem Schreiner in Japan die Säge teilweise 25 Jahre hält, bis die wirklich fertig ist. Wer von euch hat eigentlich auch eine Japan-Säge und vor allen Dingen, wer hat so eine richtig gute Japan-Säge? Ich hatte irgendwo mal den Hinweis, ich sollte mal eine entsprechend gute Japan-Säge mal zulegen und die mal testen. Das würde ich wohl nicht bereuen. Diese Japan-Säge sieht aber gar nicht aus wie eine Japan-Säge. Auf den ersten Blick bis hierhin ist es eine Japan-Säge, aber dann ist es wie eine europäische Säge, hier mit so einem D-Griff. Und die arbeitet aber auch auf Zug und ich probiere es mal aus, wie sich das ausgeht. Ja, kann man mit arbeiten. Interessant ist wirklich, wenn ihr euch mal die Zahnung hier anguckt, wie fein die ist.
was ich hier habe. Akkuschrauber von Energizer. Ich glaube, ich habe es mal gehört, noch nie gesehen. Ich weiß noch nicht, ob es die regulär in Deutschland gibt. Aber was mir auffällt, ist, guck mal hier, du hast hier bei Energizer den Akkupack auch als Powerbank. Jetzt bin ich noch mal hier, wo man es besonders genau nimmt, nämlich bei Stabila. Stabila dürften die meisten von euch kennen. Die haben hier dieses Logo, meist gelb, ich denke mal immer gelb, und Wasserwagen. Kennt man fast von jeder Baustelle. Und neben mir ist Martin von Stabila. Martin, was ist dein Job hier? Ich bin Produktmanager, bin verantwortlich für digitale Messinstrumente wie den Winkelmesser oder die elektronische Wasserwaage. Der Grund, warum ich hier angehalten habe, ist ja, dass wir ja beim Tischkreissägentest immer die Bevelboxen benutzen. Und da gab es ja schon die wildesten Spekulationen von wegen, dass die Leute geschrieben haben, ja, der Boden ist schief und das ist nicht genau und so. Und da habe ich ja schon mal erklärt, nee, du referenzierst ja den Arbeitstisch oder den Tisch der Säge auf Null und dann misst du. Aber du kannst auch mit sowas hier quasi das machen. Ne? Wie würdest du da vorgehen, wenn jetzt zum Beispiel eine Tischkreissäge das Blatt richtig ausrichten willst? Also man kann einfach den Winkel nehmen, man misst sich den Winkel für das Brett, was man zuschneidet. Kann dieser Winkel sein. Und man sieht den Winkel auch hier unten, ja, zu der Bezugskante. Was man jetzt machen kann, ist, dass man einfach den Winkel, man kann ihn auch schön arretieren, dann ist man sich sicher, dass es sich nicht wegbewegt. Und jetzt kann man eigentlich den Winkel an das eingestellte Sägeblatt fahren und ähnlich wie mit einem Haarwinkel gucken, ob das Licht durchkommt oder nicht. Und so kann ich sehen, ob es wirklich perfekt passt. Kannst du es zusätzlich noch als Wasserwaage benutzen? Oder bei dem Winkelmesser haben wir darauf geachtet, dass auch wenn der Winkel geschlossen ist, dass ich die Libelle von oben einsehen kann. Ja. Aber auch direkt von der Seite. Das ist eine Neuheit von euch jetzt? Genau. Kostenpunkt im Laden? Kostenpunkt in Deutschland bei 169 Euro. Ohne Steuer? Ohne Steuer. Also 170 Euro rund ohne Steuer. Problem hier auf der Eisenbahnmesse in Köln ist, Darisch und ich, wir laufen hier rum und du kannst einfach nicht normal laufen. Du musst dauernd stehen bleiben. Jetzt guck mal hier, gibt schon wieder einen schönen Werkzeugkasten. Die Kollegen von Heiko haben auch so ein Gerät oder auch so ein Set in der Sortimo-Box. Preisempfehlung 7,75 plus Steuer. Also ist schon ganz klar gesetzt, an wen sich das richtet. Aber auch hier, die haben hier so einen Schaumeinsatz und die haben auch nochmal hier die Kombischlüssel, die Schraubenschlüssel haben sie hier auch nochmal getrennt. Was ich hier auch nochmal lustig finde, hier guck mal, so ein schönes Aktenköfferchen, auch vom Allerfeinsten. Machst du zu und bist hier ready for the mission. Ja, und eigentlich alles, was man so zu seinem Glück braucht, in einem Koffer. Ne? Wo ich echt neidisch drauf bin, was ich wirklich mal haben möchte, ist hier so ein schöner Werkstattwagen. Ich sag mal, was hier so für Frauen der Schmuckkasten ist oder die Schmuckschatulle. Da kommen doch echte Gefühle hoch, ne? Vor allen Dingen, wenn die Einzüge hier noch so schön gedämpft sind. Und was ich hier ganz cool finde, hast hier auch noch eine seitliche, kannst den Laptop reinmachen, kannst daran arbeiten. Ja, wenn du in der Werkstatt bist, ne? Für Diagnose oder was weiß ich, oder Teilelisten. Bin ich hier gerade nochmal bei Vera. Vera kennt ihr eventuell, wenn ihr mal in meiner Werkstatt guckt, da hängen diese Joker-Schlüssel an der Wand und ich finde das Toolcheck sehr gut. Ich habe mal gefragt, was Neues gibt. Nicht so viel, aber neue Drehmomentschlüssel. Macht auch einen ganz geschmeidigen Eindruck. Hat hier so eine Dämpfung bei der Verstellung. Ja, 60 bis 300 Newtonmeter ist der größte derzeit. Kostet 149 netto. Weiter geht's. So Leute, ich glaube, ich bin hier auf der Eisenbahnmesse angekommen. Ich bin am Ziel, mehr geht nicht. Ich bin, glaube ich, in meiner zukünftigen Werkstatt. Denn so stelle ich mir das mal vor. Genau so, was die Jungs hier von Kraftwerk auf die Beine stellen, sieht echt schick aus, weil du bekommst hier nicht nur eine Auswahl an Werkzeugschränken. Nein, du kannst wie bei deiner Einbauküche direkt hier mal unter, was weiß ich, wie viel Variationen an Arbeitsplatten wählen. Und hier zum Beispiel Massiv Ulme, sieht ehrlich edel aus. Eigentlich denkst du, du bist irgendwie im Wohnzimmer. So stelle ich mir das vor. Da kannst du glücklich werden. Vielleicht ist ja bei euch auch einer, der auch so eine Werkstatt hat. Also ich finde, das hat was. Guck mal, hier hast du sogar noch Druckluftanschlüsse, hier schön mit Aufroller. So muss das sein. Und was ich nämlich auch gesehen habe, die haben nämlich einen Werkzeugkoffer mit einer Einlage für einen Bosch GSR 12. Und wie ihr wisst, ist das ja mein Lieblingsschrauber in der 12-Volt-Klasse. Nur ich finde immer, wenn du die L-Box hast für den GSR, dann hast du ja den Schrauber, du hast den Akku, du hast das Ladegerät und den Ersatzakku und dann ist das Ding eigentlich voll.
Und hier bringst du noch im Prinzip ein komplettes Kit an Handwerkzeugen unter, Schraubenschlüssel etc. Alles, was du so brauchst. Ich habe den Kollegen mal eben Bescheid gesagt, dass ich eigentlich mal so ein Ding für einen Test brauche. Und habe vorgeschlagen, sie sollen das Ding vielleicht ohne den Schrauber verkaufen, weil ich weiß ganz genau, dass viele von euch den Schrauber ja bereits haben. Ehrlich gesagt, Darisch, wir haben die Messe total unterschätzt. Ne? Wir sind den ganzen Tag hier und von hier nach da super viele Gespräche gehabt, auch ein paar Leute von euch getroffen. Aber wir müssen weiter. Morgen geht's nach Bayreuth. In diesem Sinne, tschüss, bis dann, bleibt dran.